Hallo Leute, hier ist wieder Fisun aus Berlin. Ja, ich habe meine DNA-Werte und ich habe mir das natürlich schon angesehen. Ich kann es nicht machen wie viele YouTuber, dass ich dann in dem Moment ja surprised bin. Ich weiß meine Ergebnisse, aber ich finde es auch besser, dass ich sozusagen die Ergebnisse vorher für mich verarbeiten konnte, weil das hat mich schon ein bisschen von den Socken gehauen, weil da Werte rauskamen, mit denen ich nicht wirklich gerechnet habe. Aber komischerweise, bevor die Werte reinkamen, dass mir irgendwie unbewusst in den Gedanken kam, dass es sein könnte. Das finde ich am allermerkwürdigsten, dass ich daran gedacht habe, als bevor die Werte bei mir ankamen, dass es sein könnte. Ja, und dann will ich euch nicht so auf die Folter spannen. Und zwar ist es so, dass ich insgesamt 62,1% Europäerin bin. Ja, also das war schon abzusehen, dass ich mehr europäische Anteile habe, weil halt mein Vater sehr hellhäutig ist und auch sein Vater sehr helle Haut hatte und schon so einen europäischen Eindruck machte. Und ich immer nie mit dem Türkischen so wirklich in Verbindung gebracht wurde von Außenstehenden. Also von Türken wurde ich immer erkannt, aber nicht von Außenstehenden. Sondern man hat mich eher so Spanisch, Italienisch oder so eingestuft. Aber Spanisch und Italienisch bin ich in keinster Weise. Sondern ich habe, was mich echt verwundert hat, ich muss mal ablesen, 56,0% griechische Anteile. Und das ist schon oha. 56, das ist ja über die Hälfte. Und das heißt ja, türkische Anteile sind viel, viel weniger in mir enthalten. Und dass mein Vater griechischer Herkunft ist, wusste ich natürlich gar nicht. Ich glaube, er wusste es selber nicht mal. Hat er nicht an Forschung betrieben? Auch mein Großvater wusste das, glaube ich, bestimmt nicht. Sonst hätten die mir das gesagt, auf jeden Fall. Es wurde gemutmaßt, dass die vielleicht von mütterlicher Seite, dass sie vielleicht Bulgarien, aus Bulgarien stammen oder so. Aber dass sie griechische Anteile haben, ja, war irgendwie gar nicht so in der Nähe. Und das, warum ich mich jetzt damit auch für mich erstmal damit befassen musste und das setzen musste, ist, weil ich mit der griechischen Kultur, also von der weiß ich eigentlich gar nichts, außer dass sie halt Helena und weiß ich Zeus, so eine Sachen, fand ich immer sehr, sehr interessant im Geschichtsunterricht. Aber ich war in meinem Leben kein einziges Mal in Griechenland im Urlaub und das wird sich just ändern, auf jeden Fall. Weil da will ich einfach ein bisschen mehr von dieser griechischen Kultur kennenlernen. Wenn ich schon so viele Anteile in mir habe, möchte ich da einfach auch ein bisschen mehr wissen. Es steht auch auf jeden Fall auf meinem Plan, dass ich früher oder später Griechisch lernen werde. Nicht, weil ich jetzt Griechin, kulturelle Griechin werden will, sondern einfach, wenn man so viele Anteile hat, denke ich mir, ist man auch viel mehr offen für diese Richtung und sie dann findet vielleicht in sich Potenziale, die verschlummert liegen und die ich gar nicht kannte vorher. Und ich bin so, so irgendwie, ja, finde ich das auch gar nicht so schlecht, ne? Also jetzt habe ich schon so viele Kulturen in mir und jetzt kommt eine neue Kultur, die ich dann erforschen kann. Und das finde ich ganz toll, um von diesen Götternkult und weiß ich, fand ich ja immer sowieso interessant, das Griechische. Und jetzt kann ich mich ein bisschen mehr damit befassen. Ja, was noch, was ich ganz, ganz, ja, gar nicht vermutet hätte, weil in der Familie sowas in dieser Richtung, in Richtung Religion, niemals vorlag, ist askenasische Jüdin. Und das sind auf jeden Fall 6,1%. Das heißt, irgendwo bei den Ur-Ur-Großeltern muss jemand ja, eine Heirat gehabt haben mit jemandem aus der jüdischen Kultur, aus der jüdischen Religion.
Und das hat mich wirklich viel, viel mehr überrascht als das Griechische, weil mein Vater kommt ja aus Istanbul und auch die Familie liegt sehr weit zurück, dass die halt in Istanbul gelebt haben. Und da die Griechen ja Konstantinopel, das hat denen ja vorher alles gehört, ist es auch viel nachvollziehbarer. Aber mit den aschkenasischen Juden, das ist für mich schon etwas, ja, nicht so nachvollziehbar, weil das hieß ja auch, dass die Urahn sozusagen mit jemandem geheiratet haben, der vielleicht schon mehr in Mitteleuropa gelebt hat. Es kann natürlich auch sein, dass das über Griechenland lief, dass derjenige, dass es eine Wanderung der Juden in Richtung Europa gab und derjenige halt geheiratet hat mit einem Griechen oder einer Griechin, die diese Religion hatte. Ja, aber das sind halt nur Mutmaßungen. Ich kann es auch nicht 100% jetzt nachvollziehen, woran das liegen könnte. Dann habe ich asiatische Anteile, das sind 4,1%. Und da gibt es einmal die Westasiatik. Das umfasst so das Gebiet Türkei, Iran und weiß ich. Ja, aber da ich Türkin bin, gehe ich davon aus, dass es halt diese türkischen Anteile sind. Also die, wie soll ich sagen, die genetische Übereinstimmung mit den Türken, die zurzeit in der Türkei leben. Und das sind 16,4%, was echt wenig ist, finde ich. Aber es kommt nochmal die Zentralasiatin und das ist ein richtiger Marker für die Türken. Und das sind 7,7%, was insgesamt nur 4,1% für die türkischen Anteile entspricht. Und das ist ja, weniger als die Hälfte von dem, was griechische Anteile sind. Und da bin ich echt baff, weil ich bin ja kulturell Türkin und auch von der Religion her und habe eigentlich mit dem Griechischen gar nichts, auch nicht mit der christlichen Religion und so weiter zu tun. Und ja, dass das nie irgendwie, dass ich innerlich noch nie irgendwie in diese Richtung gegangen bin oder ja, gerne mal nach Griechenland wollte. Dieses Jahr schon, aber dadurch, dass ich auch immer mehr Griechen kennenlerne, wundert mich. Aber ich hatte auch damals an der Uni eine griechische Freundin und auch so griechische Leute habe ich schon kennengelernt und die fand ich eigentlich immer sympathisch. Ja, und irgendwie, ja, weiß ich nicht, ob das vielleicht doch unbewusst so, keine Ahnung, doch irgendwie so näher gebracht hat, aufgrund meiner Gesichtszüge vielleicht, keine Ahnung, die vielleicht an das Griechische eher erinnern. Dann habe ich noch Mittlerer Osten, Orientalin, 13,8%. Und das ist natürlich meine Großmutter, väterlicherseits, die halt Araberin ist, ne? Ich glaube aus Syrien ist. Und ja, aber dann heißt es schon, dass mein Vater sehr viele Anteile von dem Griechischen hat, von seinem Vater. Muss ja wahrscheinlich über 70% Grieche sein, denke ich mir. Und das kann ich mir nicht vorstellen, weil ich habe sozusagen die Hälfte der Anteile von der Mutter, ein Drittel von der Mutter bekommen, obwohl er 50-50 haben müsste. Es kann natürlich sein, auch dass meine Mutter irgendwie griechische Anteile hat, keine Ahnung. Jedenfalls mit 56% bin ich richtig baff. Ich habe auch schon Videos gesehen von YouTubern, die griechischer Herkunft sind und die viel weniger Prozent Anteil an griechischen Genen haben, also an DNA haben. Und das verwirrt mich echt. Okay, ja, das wollte ich euch mal mitteilen. Und ich zeige euch noch, auch noch die Auswertung, damit ihr mir das glaubt. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. Gehen wir noch ein bisschen weiter näher dran. So, das ist die Übersicht. Und hier sind die Länder, die dafür in Frage kommen. Und das war halt von MyHeritage-DNA. Ja, ich habe das vor so 5 Tagen bekommen. Ich glaube, das war letzte Woche Freitag. Und ich konnte kaum schlafen. Ich musste so viel darüber recherchieren, ob das auch wirklich stimmt. Ja, ich hoffe, ihr fand das genauso interessant wie ich. Und ich freue mich zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Wissen aus Berlin. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und vielleicht habt ihr ja auch Interesse dran und macht so einen Test.
Also ich werde auf keinen Fall gesponsert oder so von MyHeritage. Es war eine freiwillige Sache, daher habe ich auch keinen Code oder so, damit ihr das vielleicht günstiger machen könnt. Aber momentan ist Valentins-Angebot und da kostet das auch um die 50 Euro rum. Aber mit Versandgebühren und so hat es schon über 60 Euro gekostet, nur dass ihr Bescheid wisst, falls ihr doch Interesse habt und das auch machen solltet. Okay, bis dann. Tschüss.